Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in macOS Ventura, also macOS 13, einen Drucker hinzufügen könnt. Die Ansteuerung bzw. die Punkte sind nämlich anders als bei allen macOS-Versionen zuvor. Zunächst gehen wir auf Systemeinstellungen, scrollen runter, gehen auf Drucker und Scanner und gehen hier einmal auf Drucker und Scanner / Fax hinzufügen. In den älteren macOS-Versionen ist das einfach nur ein Plus. Gehen wir mal drauf. Und dann sehen wir jetzt schon, was er findet. In dem Fall würde ich den oberen auswählen. Zwar ganz normal den HP OfficeJet 3830, das passt. Und dann gehen wir einmal auf Fortsetzen. Und er hat den Drucker inklusive Fax schon hinzugefügt. Fax nutze ich natürlich nicht, aber der Drucker ist schon hinzugefügt. Wichtig ist, die Funktion ist AirPrint. Das heißt, wenn wir jetzt hinzufügen und er findet den Drucker nicht, das heißt, es kann öfter sein, dass halt der Drucker, wenn er kein AirPrint unterstützt, die meisten unterstützen das, muss der manuell angesteuert werden. Entweder steckt ihr den per USB an, dann taucht er automatisch auf. Wenn ihr den aber per Netzwerk suchen möchtet und er findet den nicht, oder wenn er in einem anderen Netz ist, das heißt nicht im gleichen Subnetz, müsst ihr gegebenenfalls auch über IP-Adresse suchen. Das heißt, ihr geht dann einfach auf den Punkt und gebt hier einfach die IP-Adresse manuell ein. Also 2.168.1.7.8.55 oder sowas. Natürlich ist da jetzt nichts dahinter, weil ich habe da keine Drucker hinterlegen. Aber ich könnte gegebenenfalls den 10.22 hinzufügen, der müsste erkannt werden. Beziehungsweise 25. Hört mal. Ja, ich weiß nicht mehr, welcher Drucker es war. Beziehungsweise welche IP-Adresse. Also ihr tragt die IP-Adresse vom Drucker ein. Wichtig ist natürlich, dass der Drucker eine feste IP-Adresse hat. Wenn die sich natürlich per DHCP ändert, bringt das nichts. Dann sollte aber, dann muss halt sichergestellt sein, dass er AirPrint hat. Hier haben wir nämlich dann die Möglichkeiten hinzuzufügen über AirPrint, über IPP, Lion Printer Daemon oder HP Jet Direct Socket. Standardmäßig ist eigentlich immer AirPrint und im Normalfall zu 99% haben alle Drucker AirPrint, wenn er nicht gerade extrem uralt ist. Weil selbst die neuen Großraumkopierer, diese großen, haben AirPrint. Ja. Und wenn er keinen hat, muss man dann halt einmal den Treiber auswählen. Wenn er den hier nicht findet, muss man einfach bei Google den Druckerhersteller eingeben und einfach mal, oder die Druckerbezeichnung und einfach den Treiber mal runterladen und gucken, ob die überhaupt kompatibel sind mit Ventura. Die neueren, kein Problem, aber es gibt bestimmte ältere USB-Drucker, die werden von dem macOS nicht mehr erkannt und auch nicht mehr, also sind nicht mehr nutzbar. Somit müssen die ersetzt werden. Ja. Das war es schon gewesen. Bei Fragen und in die Kommentare von der Mobile-Freund. Dankeschön.